So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terra Tech. Ich habe meine Basis jetzt abgebaut. Der alte Gegner wurde durch einen neuen Gegner ersetzt, auch nicht schlecht. Und ich werde meine Basis jetzt hier unten am Fuß nochmal aufbauen, ein bisschen erweitern. Denn immerhin geht es darum, wir müssen schließlich schauen, dass wir vorankommen. Und was ich noch gemacht habe, jetzt muss ich mal kurz gucken, Geocop war es, glaube ich. Hier. Einmal links, einmal rechts, haben wir ein paar Tracks geholt und die mittleren haben wir auch noch. Heißt, wir können uns mal ein anfängliches Fahrzeug zusammenschustern, das hoffentlich auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, aber für den Anfang benötigen wir erstmal einen festen Ankerpunkt. Am besten GSO-Anker, die sind groß und die sind solide. Die Frage ist nur, wo haben wir denn davon einen? Fixer Ankerpunkt hier, Sitz passt und hat Luft. So, dann das nächste wäre eine Batterie. Denn eine Batterie, die schadet wohl nie. Dann können wir nämlich noch sagen, auf der gleichen Seite, dann machen wir es so rum hin, ein paar Charger hingebaut und für den Anfang können wir nämlich dann, na wo bist du denn, hier, machen wir es einfach ein bisschen provisorisch. Setzen wir hier oben dann unsere Energiefilter drauf. Energie. Wo haben wir es denn? Energie. Suchscheinwerfer? Nein. Da, hier, euch brauchen wir doch. Das soll ich doch eigentlich gerade überall drauf gebaut haben. So viel wie wir nur irgendwie können. Ups, das war's schon. Okay. Wenn es das war, dann war es das. So, dann haben wir auf der Seite unsere Verkaufseinheiten. Dann müssten wir eher noch davor sagen, hier, wir machen eine Handvoll Fließbänder hin. So, dann stationäre Kanone, hier rüber gebaut, hier rüber gebaut und hier rüber gebaut. Und wir haben dann, wo sind die nächsten Fließbänder? Hier, Förderbänder. Zack, so passt doch. So, einen großen stationären Fluss, einmal hier rüber. Das bräuchten wir jetzt vielleicht hier noch, wenn wir schon mal rumbauen sind momentan. Okay, wie kriege ich das hin? Du bist Playtech 2, speichern. Nein, das brauchen wir nicht speichern. Aber wir können zumindest sagen, du bist unsere Hauptbasis. So, speichern. So, wissen wir zumindest mal, wo es ist. Okay, wir haben das hier. Dann gehen wir hier einmal außen rum. Und dann machen wir noch eine weitere Zuführung und sagen, hey, wir könnten doch sagen, hier gibt es einen Förderbandzugang für unsere, na, wo haben wir sie denn? Da, Verschallungseinheiten. Die werden nämlich auch noch eine ganz große Rolle spielen, aber ich glaube, dann muss ich es eher so rum hinsetzen. Ja. Das dürfte mir vielleicht ein bisschen besser gefallen. Ich kann gerade sagen, eventuell so hinbauen, dass es auch was bringt für mich. So, Dankeschön. Das sieht auch schon mal wesentlich besser aus. Und zwei Felder weiter kommt dann unser, oder ein Feld weiter unser Geo-Verschrotter. Ich bringe das Zeug direkt hier rein, beziehungsweise, nein, nicht mal. Moment, ich habe eine Idee. Ich habe eine kleine Idee. Dann kann man nämlich sagen, hey, wir könnten doch bestimmt können wir da was machen. Und zwar haben wir hier jetzt zwei verschiedene Zugänge geschaffen. Solle. Du fällst schon mal weg. Und hier rüber, darüber so, zack, fertig. Das ist schon mal verkehrt rum. Zack. So rum und so rum. Okay, hier kommt nur durch was. Treibstofffilter, nur Kondensatorfilter. Nur veredelte Stücke kommen hier durch.
Falls sie mal so sein sollte, man weiß ja nicht. Der Rest kommt von hier unten durch, wenn man es bearbeitet. Das heißt, wir haben hier eine Schlüsseleinheit, wir haben hier eine Fabrik auf jeden Fall. Das Zeug kommt hier rein und dort rüber. Da müsste dann eher andersrum sein, dass man sagt, so rüber. Da müssen wir eins nach da drüben gehen mit dem Ganzen. Und das Förderband kommt dann direkt dort nach drüben hin. Ne, wobei, wir können sogar sagen, du gehst hier rüber. Und du wiederum verschwindest nach da drüben. Okay. Das heißt, wir haben ein Aufnahmebecken von hier. Und wir haben noch eines von, das ist aber wirklich bloß rein sagen, wir verkaufen. Hier, zu hier, zu hier. Ja, doch, das schaut gar nicht mal so verkehrt aus. Und ein Förderband, das wiederum hier hingeht. So rum, so rum, so rum, passt. Heißt, bitte alles mal aufnehmen. Eine Komplettladung geht leider nicht, aber es macht doch nichts. Hier müssen wir zumindest auch mal drauf aufpassen. So, okay, hier geht's da rüber und hier geht's so rüber. Es kommt sich zumindest mal nicht in die Quere. Okay, was wir noch machen müssten wäre, dahin. Und das müsste eigentlich auch noch ein Filter werden. Wenn ich das gerade richtig sehe. Yep, das muss noch ein Filter werden. Dass man sagt, hey, hier kommt nur veredeltes Zeug durch. Falls hier mal gar nichts durchkommt. Und du hier gehst in die Richtung rüber. Ach, deswegen konnte es hier links und rechts nicht sein. Das ist natürlich doof, dass der jetzt genau hier rausgeht. Da muss ich mir jetzt was anderes einfallen lassen noch. Und zwar wäre das, du kommst hier rüber. Ups, einmal hier hin. Förderband, noch um zwei Reihen rausgestreckt. So, bleh. Das gleiche mit dir hier, so rübergebaut. Und, ja, das soll ja natürlich nicht. Das soll ja natürlich auf keinen Fall sein. Sondern, du hier, nach da drüben. Und du nach dort drüben. Ja, falls der Karte mal ein bisschen belegt ist und der nicht raus kann, kann er auf die andere Seite rübergehen. Okay, das schaut nochmal, das schaut nochmal was Gutes aus. Das können wir lassen. Sieht's, passt und hat Luft. Vielleicht bräuchte man hier noch ein bisschen mehr Energie auf jeden Fall. Ja, wobei, nee, Energie ist vielleicht falsch gesagt. Energiespeicher. Fiberkorn. Ballistics. Also wir kriegen ja schon einige Sachen hier raus. Wenn wir die ganzen Quests machen, bin ich ein Freund von, hat was. So, für den Anfang brauchen wir mal hier nochmal Schildblasen. Ganz, ganz wichtig, ein paar Schildblasen hier hinzumachen. Nein, nicht so. Ja, das hat jetzt nicht ganz ausgereicht. Nicht so wirklich, aber das müsste hier zumindest ausreichend sein, oder? Auch nicht. Gut, dann machen wir es hier hin. Die andere Schildblase kommt hier hin. Haben wir noch eine, die ist hier. Dann haben wir noch eine, die ist hier. Und hoffentlich die hier auch noch. Reicht das? Im Bestfall haben wir jetzt alles, Pi mal Daumen drin, so, fast, ja, fast haben wir es drin.
Fast haben wir es drin. So, gehst du Reparaturblase? Ist die größer oder ist die kleiner? Die ist genauso groß. Heißt, überall am besten auf dem Zeug drauf nochmal die kleine Blase drauf bauen. Wir sollten aber safe sein für den Anfang. Sorry. Jetzt kommt natürlich hier nochmal eine ganze Reihe von kleineren Batterien hin, weil, ja, das Problem ist, wir haben keine großen Batterien. Damit wir auch ja genug Strom hier drin haben, falls es mal zu einem Angriff kommen sollte. Was auf jeden Fall der Fall sein wird. Da könnt ihr aber sowas von einen drauf lassen. Es wäre das erste Mal, wenn dem nicht so wäre. Oh, da sind wir ein bisschen außerhalb von dem Ganzen. Solle. Und dann machen wir die letzten paar eben hier drüben noch hin. Läuft. Sitzt, passt und hat Luft. Passt. Haben wir die Basis doch schon mal relativ gut umgedeichselt. Was wir noch machen können, ist hier rübergehen zur Herstellungseinheit. Das wäre noch so ein kleines Anliegen. So. Dich nehme ich hier mit. Dass wir uns jetzt noch die Chance offen lassen, was zu machen. Herstellungseinheit. Beziehungsweise, die könnten wir eigentlich auch hier drüben hin machen. Und dann sagen wir, Förderbandtechnik, geh doch mal nach da drüben hin. So, das heißt nämlich Komponentenfabrik. Die wird nämlich wunderbar hier. Okay, das soll ich jetzt eigentlich nicht machen, aber okay. Gut, was soll's. Was soll's. So. Das Zeug kommt hier so rein. Okay, und kommt hier wiederum raus. Ich habe bisher nur GSU-Komponentenfabrik, oder? Erstellungseinheit habe ich die auch, aber nicht die Komponentenfabrik. So, das heißt, Komponentenmodul Nummer 1 haben wir. Bapp. Das sollte ja eigentlich reichen, oder? Simple oder Advanced, können wir beides machen. Können wir beides machen, ist doch schon mal genial. So. Das muss in einem eigenen Kreislauf sein, stelle ich gerade fest. Das muss in einem eigenen Kreislauf zu finden sein. Filing Plate, ja, das muss... Moment, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Da machen wir eine zweite Basis hin. Ein zweites Komponent, die Hauptbasis und einmal die Herstellungseinheit. So nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Das ist schon etwas, naja. Nicht gerade ohne, was wir zusammen deichseln wollen. Mit Betonung auf wollen natürlich. So, das ist die erste Sache. Wenn wir natürlich was bauen wollen. So. Zum Aufladen einmal in die Mitte stellen. Dann haben wir Fixieranker Nummer 2. Der ist dann... Ach, der ist weltlich ausgerichtet. Hier. So, wunderschön. Sitzt, passt und hat Luft. Da haben wir jetzt natürlich jetzt keine Batterie oder ähnliches. Was nicht ganz so schön ist, aber okay, wir werden damit leben. Wir werden damit leben müssen. Wir könnten als Ausgleich... Ne, wir machen nicht so einen Ausgleich. Förderwände brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Nicht alle Fraktionen, wir brauchen nur die GSO und wir brauchen bloß die Produktionssachen. Dankeschön, Fließband. Ich merke schon, wir haben gar nicht mal so viele Fließbänder. Müssen wir uns vielleicht dran setzen, da noch ein bisschen was zu machen dran. Okay. Wie wäre es denn? Komponentenfabrik. So, du kommst jetzt mal hier rüber hin. Na, das schaut mir ein bisschen ganz arg falsch aus. Du könntest dich auch mal richtig so hinstellen, wie du möchtest. Genau, alles nur nicht. Natürlich alles nur nicht so. Jep, dankeschön. So, wunderbar. Den genau andersrum umdrehen. Dann lassen wir es einfach so.
Dann lassen wir so Komponentenmodul Nummer 1 angebaut. Was, wenn ich davon 2 baue? Macht das irgendwas? Habe ich dann mega advanced? Nee, leider nicht. Schade. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. So, zack. Wunderbar. So, da haben wir da haben wir das, da haben wir das. Und hier brauchen wir immer wieder einige Sachen zuvor. Okay. Habe verstanden, habe verstanden. Hier kommt das Zeug raus und kann hierüber weiter verfrachtet werden. Das heißt, wir machen einige Mischsilo. Ein mittelgroßes Silo, bis zu 40 Produkte tragen kann. Brauchen wir so viel überhaupt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, komm, machen wir einfach. Machen wir einfach, warum nicht? Das Einzige, was ich jetzt brauche, sind wieder ein paar Förderbänder, um das Ganze etwas, ja, zu erweitern, sagen wir es mal so. Sag, du kommst schon mal hier hin. Für den späteren Einsatz. So, haben wir noch was in den Sachen Energietechnik? Hartblöcke, Steinblöcke, Kontrollblöcke, Energieblöcke. Mittlerer Generator, Thermalgenerator, Schildblase, also insofern wir hier mal Energie haben, wird das wahrscheinlich richtig gut sein. Weswegen ich am überlegen bin, ob ich irgendwo hier eine Thermalenergie machen soll. Herr, du bist unsere Herstellungsbasis. Abspeichern. Solle. Jetzt muss ich noch einen Loop machen. Okay. Jetzt was, bevor ich jetzt die Teile herstelle, besorge ich mir die noch. Wir haben ja... Wir haben ja da hinten eine Basis, die wir einäschern sollen, also machen wir das einfach mal. Warum nicht? Zeitgleich können wir uns zum Beispiel um den hier kümmern. Weil der ist doch etwas größere Natur, möchte ich mal behaupten. Jupp, wenn ich ganz nah an dem Rand bin, kann er mir sogar, in Anführungszeichen, so gut wie nichts machen. So, halte ich ihn aber auch. Ah, haben wir ihn schon? Das ging relativ schnell. Haben wir vielleicht sogar erst so ein zweites schwarzes Punktmodülchen noch irgendwie rumliegen bei uns? Das wäre ganz, ganz wunderbar. Nope, wir haben bloß eins. Okay, mitkommen. Müssen wir das mal kurz holen. Habe ich jetzt nicht gedacht. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, habe ich wirklich nicht dran gedacht. So, mitkommen. Zack, wunderbar. Können wir uns gerne mal kurz ein bisschen aufladen. Für dieses kleine Mini-Gefecht. Da müssten wir echt mal das ganze Zeug nach unten holen. Müssen wir doch glatt mal gucken. Wäre das im Bereich des Möglichen sogar? Ja, der Dampf könnte mal wirklich runterholen irgendwie. Ein paar Streben komplett über den gesamten Berg drüber jagen. Das sieht natürlich richtig geil aus. Da müssen wir Einheit eher hier aufbauen. Wir haben gesehen, der Thermalgenerator, so viel, wirklich viel Energie bringt der mir gar nicht. Da baue ich lieber auf, sagt es mir, auf Solartechnik. Beziehungsweise, ja doch, Verbrennung könnte ich auch noch machen. Das wäre auch noch eine Sache. Aber ihr seht, wir bewegen uns in Richtung, sagt es mir, Festung. Oh Gott, oben ist einiges eingeschlagen. Autsch, 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 autsch. Okay, du möchtest ganz, ganz dringend sterben, so wie es ausschaut. Yep, sowas von. Na gut, komm, dann nehmen wir das ganze Zeug mit. Gerade die Fuel Tanks, die sollten uns einiges einbringen. Oh, Rotoren, hallöchen. Rotor sollte auch was wert sein. Ich weiß nicht, wie viel wert ist, aber er sollte zumindest etwas wert sein. Und fahren müssen wir dann eh nicht mehr wahrscheinlich. Das ganze Zeug hier, was mir alles rumliegt und was man so verkaufen kann, ist doch ziemlich viel. Na komm, mach ich's rein. Dann mach's ich halt mal ganz kurz rein. So, der Außenposten müsste demnächst hier in der Gegend sein. Yep, ist er. Oh Mann. Kleine Minimis überall, wo man hinschaut. Techige 1 komplett ernsthaft? Muss nur irgendwelche Tags jagen. Okay, gut.
Sag ich jetzt aber auch nicht nein dazu. Verbindungssachen. Was bist denn du hier? Orc A Pack Collection. Was ist das denn? Information drücken. Ach, ein Kollektor ist das. Ah, okay, ein Sammler. Jäger und Sammler sozusagen. Zack, dankeschön. Und hier finden wir so einiges. Und da oben findet man den Tod, so wie es ausschaut. Heieieiei. Okay, 2600, aber eine Basis. Da oben ist auf definitiv eine Basis, die wir hoffentlich auch einnehmen können. Beziehungsweise wir brauchen eigentlich bloß die Ersatz, die ganzen Teile daraus. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, da hochzukommen wird schwieriger sein, als die Viecher da oben zu töten, oder? Wobei, ja, das ist es. Uiuiui, das ist doch einiges. Eine Basis in ihren kann niemand verwenden, so wie es ausschaut. Die Schütztürme sind ausgerichtet auf den Feind, so wie es ausschaut. Noch nicht alle, aber ein guter Teil davon. Jupp, yep, mit Betonung auf einen guten Teil. Uiuiuiui. Okay, du möchtest definitiv unter mir sterben. Jupp, yep, willst du gerne? Hohohohoho. Granaten rieseln aber schon auf mich ein. So, du bist der Nächste. Wenn man es mit gezielten Schüssen zu tun hat, dann wird das auch was. Hohohohohoho. Nummer 1, weg vom Fenster. Nummer 2, auch weg vom Fenster. Die Basis wird auch demnächst sterben, so wie es ausschaut. Hoffentlich zumindest. Ja, ich habe die gegnerische Basis gefunden. Na, danke auch fürs Gespräch. Ich habe sie auch gefunden. Sie greifen mir nämlich direkt an. Huhuhuhu. Die Basis soll mir nicht zerstören. Okay. Das hätte mir aber auch früher sagen können. Little Timmy, Little Timmy, ich stirb. Noch einmal ein bisschen Energie, noch einmal Energie. Aber die ist gleich zu Ende. Komm, stirb endlich. Letzte Guardian muss sterben. Die gehört uns. Die Basis gehört uns. Geil. Ventura. Ne, warte mal, nicht Ventura. Wir haben Eckpanzerung. Förderbänder, großes Silo. GSO-Komponenten Lock Nummer 2. Super. Freut mich. Finde ich sogar sehr gut. Nach und nach alles einziehen, was er so einziehen kann. Okay. Und er macht immer größere Kreise, so wie es ausschaut. Das hätte ich jetzt wiederum nicht von ihm erwartet. Okay, nicht alles nimmt er mit. Aber zumindest die Sachen hier sollte er noch mitnehmen. Das wäre recht, ja, recht praktische Natur. Okay, was bist du denn genau? Was haben wir denn hier alles? Wir haben hier jede Menge Verkaufsdinger, Mörser. Also wir haben hier so einiges, wenn ich das richtig sehe. Und natürlich auch jede Menge Fiesbänder. Du kriegst Enemy. Ach ja, natürlich. Ernsthaft? Du bist hier im Weg? Du willst dich mir in den Weg stellen? Ich bezweifle das mal ganz, ganz stark. Wow, Hallöchen. Bin jetzt so ein kleines bisschen Chefs gelandet, so wie es ausschaut. Aber das wird alles mitgenommen. Wir sind noch ein paar Sachen im Bau. Payload Terminal. Geil, nehmen wir auch mit. Harvesten und weg mit dir. Alles mitnehmen. Hehehe, nein, nichts an du. Das war schon richtig so. Das war mehr als richtig so. Genug Punkte haben wir auch bekommen. Diese Geokraftwerke. Oh, hier wird es sich echt lohnen. Also hier oben auf dem Plateau wird es sich lohnen, aber es lohnt sich allgemein für uns nicht. So muss ich es eher sagen. Da brauchen wir nichts von. Und tschüss. Remove the Punks. The Punks 2000, nochmal 2000. Das ist ein bisschen viel. Ein kleines bisschen viel. Ne, da gucken wir ja, dass die Einheit da drüben noch ein bisschen kompletter wird. 8600. Könnt ihr eventuell sogar ausreichen. Merkt schon, wir sind wieder etwas zu langsam unterwegs. Beziehungsweise diese Räder sind, glaube ich, nicht für diese Art von Oberwege gemacht. Wenn ich das so quasi richtig mitbekommen habe, dürfte das so sein. Geokraftwerk, da oben, da oben, da oben. Ich mache immer so ein bisschen aus, was man wie wo machen könnte, aber
es ist einfach... Das Gebiet ist einfach nicht das Richtige. Oh, Hallöchen. Du spawnst mir ein bisschen zu nah an meiner an meinen Sachen. Stirb. Definitiv stirb. Sowas können wir nicht dulden. Überhaupt nicht sogar. Glaub's hakt hier. Das will ich eigentlich nicht. Na egal, komm, dann kannst du mal hier hinkommen. Dann kannst du mal hier hinkommen. So, zack. Und du kannst abgebaut werden, denn warum eigentlich nicht? So, gucken wir doch mal. Wir haben doch ein Payload-Terminal, haben wir doch ein paar Stück davon. So, hier will ich reinsetzen. Dann Leocore Payload-Terminal. Wir haben bauen. Dann haben wir Komponentenfabrik Nummer 2. Du kommst hier hin. Dankeschön. Und wir haben... Na, wobei, Moment, das können wir hier hinbauen. Payload Terminal schaut hier doch, glaube ich, ein kleines bisschen besser aus. So, aber nicht nur davon, sondern auch von den hier. Zack, wunderbar. Du stellst dich direkt daneben hin. Und ich stelle mich mitten rein, damit ich auch irgendwie mal aufgeladen werden kann. So, dann. Batterien. Ich hätte nämlich gedacht, wir hätten ein paar mehr. Okay, zumindest kann man eine kaufen, das ist schon mal was. So. Batterie ist da, aber das war's auch soweit schon. Energieblöcke. 20 Stück. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich mega genial. Dadurch können wir nämlich hier alles nach und nach aufpowern. Wir sind mehr als glücklich mit der Welt. So, hier, bitteschön. Ich glaube, da können wir auch noch... Naja, warte mal, du hast mehr Batterien zum Durchhalten, also bekommt er hier mehr davon ab. Beziehungsweise... Es sieht nicht schön aus, es ist potthässlich, aber es wird seinen Zweck für den Anfang erfüllen. Und zack. Energie ist am Laufen. Reparaturblase. Kommt hier auch noch eine hin, zusammen mit einer Schildblase. Das gleiche geziemt sich auch hier. Einmal so und einmal so. Okay, wir können unser Russisch Roulette noch weiter ausbauen. Wo ist das russische Roulette denn hin? Wo sind? Ah, hier, Förderbänder. So, so. 1, 2, 1, 2. Große Silo haben wir nämlich auch noch hier. Macht natürlich die Optik so ein klitzekleines bisschen kaputt, aber was soll's. Okay, das kommt schon mal weg. Das kommt auch mal weg, warum nicht? So, mal ein großes Roulette beisammen. So, dann kann ich sagen, Komplexsachen kann man mich auch dann jetzt herstellen. Heating Plate, brauchen wir Fluid Clamp und Gummi. Okay, das heißt so viel wie ein paar Reifen, würde ich mal sagen, zu legen. Das heißt aber auch, wir bräuchten hier so einen Verschrotter auf der linken Seite, ja, ist auf der rechten. Dann du kommst mal kurz her. Komm doch du mal her, mein Freund. So, ne? Eventuell auch nach außen gerichtet? Ja, dankeschön. Das haben wir doch, glaube ich, eher gebraucht. Und dich hier nach so rüber gerichtet? Nein, nicht ganz. Nach so rüber gerichtet. Und haben wir die beiden Dinge? Hier haben wir aufgesogen. Okay. Lassen wir so. So, nur die hier, aber alles davon. Beziehungsweise Energieblöcke, da haben wir es doch. Autoblase, Schild, fertig, bam. Ihr seid safe. Dann sagen wir GSO. Haben wir doch bestimmt Drahtblöcke, haben wir jede Menge davon. Verkaufen. 1, 2, 3 und 4. Dann haben wir doch bestimmt hier noch eine Raffinerie für das ganze Zeugsel. Oh, okay, das war falsch. Das soll natürlich so nicht sein.
Wir haben hier Produktionsgebäude, wir haben hier eine Herstellungseinheit, wir haben eine Raffinerie. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ich mal gucken, das kommt hier rein und da raus, das passt. Okay. Raffinerie ist auch safe. Dann klauen wir uns jetzt mal hier ein paar Reifen weg. Warum denn eigentlich nicht? Ein paar von diesen normalen Blöcken können wir noch wegnehmen. Das will ich jetzt auch nicht machen eigentlich. So, hier, zack und so. Okay, das schaut schon mal wesentlich besser aus. Dass das ganze Zeug auch mal ein bisschen verarbeitet hier auf jeden Fall. So, dann brauchen wir... Keine Ahnung, was wir brauchen. Plating brauchen wir vielleicht, das brauchen wir vielleicht ein bisschen. Luxumkristalle haben wir auch ein bisschen was. Das heißt, wir bräuchten vielleicht noch einen weiteren Lagerraum. Haben wir das vielleicht anzubieten? Das wäre nämlich nicht schlecht. Gerade wenn wir zum Beispiel sagen, wir produzieren unsere eigenen Batterien. Okay... Nach Tracker, Greifersammler, Trackerpad, nein, haben wir nicht. Aber momentan leider nicht. Also das, was wir jetzt haben, ist das Einzige, was wir momentan haben. Okay. Ich verstehe. Okay, die Hauptbasis ist wirklich bloß verkaufen und gut sein. So. Hier kommen wir noch zu unseren Fertigungseinheiten dazu. Das heißt, wir werden sagen... Eine Produktionsstätte brauchen wir auf jeden Fall. Und zwar brauchen wir die Produktionsstätte von dem hier. Das ist ja richtig groß sogar. Okay, was ist mir hier hingehe? Dankeschön, wollte ich gerade sagen. Irgendwie muss es doch auch mal eine richtige Richtung haben, das Ganze. Und natürlich auch die Herstellungseinheit für GSO-Teile. Passt. Dann können wir nämlich sagen, wir brauchen Energie. Energie braucht Titan-Alloy. Dazu braucht er rote Sachen, Alloy-Gel und Carbonit-Erz. Das ist doch auch schon mal gut zu wissen. So, hier rein. Um das Zeug hier zu machen. Carbonit-Erz. Carbonit-Erz ist doch das Zeug, das hier überall rumflackt, wie ich überhaupt, beziehungsweise... Ich habe glaube keinen Block mehr dafür. Könnte das vielleicht was sein für uns? So, hier ungefähr. Das muss ich doch jetzt irgendwie... verschrotten können, oder? Natürlich kann ich das verschrotten. Jipp, wunderbar. Das gibt uns zumindest schon mal das Zeug zurück. Aber Carbonit erst nicht. Okay, dann müssen wir da jetzt ein bisschen was sammeln. Ein klitzekleines bisschen müssen wir da einsammeln. Um unsere guten Batterien herzubekommen. Und das müsste eigentlich das hier sein, oder? Hier bist nur ein Bergfest. Okay. Carbonit-Erz. Dann warst du es hier, das Glitzernde. Carbonit-Ader. Okay, das ist schon mal... Das ist schon gar nicht mal so falsch. Die Ader ist schon mal richtig. Heißt, das Erz müssten wir aus dir eigentlich rausbekommen, oder? Das ist definitiv nicht viel. Ich meine, ich habe gesagt, ich brauche nicht viel, aber... Man kann es auch untertreiben. Man kann es definitiv auch untertreiben. So. Dich klatschen wir jetzt erstmal weg. Weil du bist uns gerade... Du bist mir gerade ein Dorn im Auge einfach nur... Du kannst das liebste Wesen auf dieser Welt sein, du bist mir trotzdem gerade ein Dorn im Auge. Ich mach gerade eher mehr kaputt bei dir, als dass es gut ist. Ja, das müssen wir nachher abholen. Müssen wir definitiv nachher nochmal abholen. So, nein, mit dir möchte ich mich jetzt noch nicht anlegen. Du bist ein etwas gefährlicherer Gegner als der andere. Aber mit dir kann ich mich mal kurz anlegen. Das geht in Ordnung. Du bist klein... Und ich bin gemein. Sagen wir es mal so.
Move Punks. Carbonite Erz, ach, haben wir auch eine Quest dafür. Trifft sich gut, trifft sich so, sogar sehr gut. Ach, der lebt immer noch. Okay. Ach komm, nee, 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 nee. Mein Freund, mein Freund. Ich weiß nicht, wer dir gesagt hat, dass du hier machen darfst, was du willst. Ich weiß definitiv nicht. Ja, ich muss mit Magneten oder sowas herkommen. Das hat sonst relativ wenig Sinn. Hopp, und weg mit dir. Und ich weiß auch nicht, warum er das Ganze jetzt gerade rearrangiert und huiuiuiui. In dem einen Klotz war viel drin. Merk gerade, da war sehr viel drin. Also wenn wir unser Zeug haben, dann holla die Waldfee, das wird interessant werden. So, ich bitte darum, einmal alles mitnehmen, was ihr mitnehmen könnt. Besser. So, was wolltest du jetzt? Carbonit, Ziegel, Carbonit, Erz. Und das wird ja eigentlich gerade durchs System durchgejagt, würde ich mal behaupten. Jep, das ist gerade auf russisch Roulette eingestellt, das Ganze, so wie es ausschaut. Die zwei hat er, den Rest hat er noch nicht. Macht nichts, aber erst dabei, alles zu produzieren. Das heißt, wenn ich jetzt noch meine Herstellungseinheit hätte, müsste das Ganze doch wesentlich schneller von dannen ziehen. Produktionsstätten. Herstellungseinheit, jep. Da haben wir doch sicher nochmal was davon. Halt die Herstellungseinheit, Raffinerie. Raffinerie, so ist das Zauberwort dazu. Besser. Wesentlich besser. Es funkt das nämlich auch wunderbar zusammen. Okay, Titan. Alloy und Hard Titan. Keine Ahnung, wie ich jetzt das zustande bringen soll, aber okay. Robius-Kapseln. Okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden als gedacht. Können wir vielleicht, haben wir vielleicht die Chance, nochmal ein bisschen was ins Lager zu machen? Können wir da was besorgen? Greifersammler? Nein. Achso, hier muss ich wahrscheinlich gerade nachgucken. Ein paar mittelgroße. Tractor-Pads waren es eigentlich nicht, oder? Wie heißen die Dinger? Mischsilo. Nope, kein Mischsilo für mich, so wie es ausschaut. Außer die ganz kleinen, na gut. Kann ich da überhaupt noch welche unterbringen? Eins kann ich da hinten noch unterbringen, aber das war's, so wie es ausschaut. Das war's eigentlich so und so. Jetzt kann ich zumindest drei Stück unterbringen. 1, 2, 3. Dankeschön. 1, 2. Oh, das war das Pay Terminal. Das war falsch. Das war definitiv falsch. Na, wo hatten wir es denn? Wir hatten es nirgendwo. Irgendwo muss das sein. Produktionsstätten. Flachbrett. Zubehör, Waffen, Rad, Standardblöcke. Auch nicht. Kontrollblöcke, das auch nicht. Waffenblöcke. GSO, Radblöcke, Zubehör. Flug, nein. Okay, bin ich jetzt blind, bin ich jetzt doof? Ah, warte mal, noch besser. Das Zeug hängt einfach nur hier drin irgendwo. Okay. Verstanden. Verstanden, das Ding hat einfach nur gehangen. So, wunderbar. So, er braucht 4 Stück davon, braucht Titan Barrels. Okay. Jetzt können wir mal gucken, wo könnte denn Titan drin sein? Plumbet.
Also wir brauchen das Grüne auch noch, okay. Ist es denn in irgendwelchen Rädern drinnen zum Beispiel? Hartblöcke. Flammbild, Gummierzeugnisse. Nein. Irgendwo hier was drin? Maschinengewehr sind Titanblöcke drin. Okay. Wir haben bestimmt ein paar Maschinengewehre, die wir schreddern können. Es wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Waffenblöcke. Natürlich haben wir die. So, jetzt soll doch nach und nach Titan rauskommen. Wird es verarbeitet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und harten Titan. Mache ich jetzt harten Titan? Titan mit Titan und Luxuskristallen. Was bist du hier oben? Luxuskristall. Das heißt, ich mache jetzt hiervon. Eins. Und dann mache ich nochmal zwei Stück davon. Repeat. Warum nicht? Machen wir ein paar Stück davon. Okay. Es funktioniert. So nach und nach funktioniert das Ganze. Es braucht einfach nur ein bisschen. Deswegen werde ich jetzt. Oh, Hallöchen. Ich kann gerade sagen, wo kommen denn die zwei Sachen her? Werde ich mich jetzt darum kümmern, dass wir einige Bauteile noch zusammenbekommen. Und wirklich dann sagen können, okay, hey, in der nächsten Runde fangen wir wirklich damit an. Mit dem Bau unserer wunderbaren mobilen. Ja, machen wir Basisfestung, mobilen Festungbasis. So ein Dreh daraus. Also wir machen auf jeden Fall mobile Halbbasis, soweit wir das natürlich machen können. Und sehen dann weiter, wie wir weiter hantieren können. Bis dato aber hoffe ich, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dato macht es gut und wie immer. Tschüssi. Ich glaube, diese zwei Verarbeitungseinheit, die bringt mir relativ wenig momentan, oder? Yep.